Burg Forchtenstein ist heute Schauplatz einer weiteren schaurigen Geschichte. Wir wandeln hier auf den Spuren des Grafen Draculas. Dracula, welcher Mythos steckt hinter dieser Person? Den Dracula hat es eben wirklich gegeben. Allerdings war er kein blutrünstiger Vampir, sondern ein außergewöhnlich grausamer Herrscher. Und wir schildern eben hier auf der Burg Forchtenstein zuerst sein Leben und wie dann aber der Vampirmythos entstanden ist und Bram Stoker diese beiden Sagen oder geschichtlichen Tatsachen zu seinem Roman verknüpft hat. Und welche Rolle spielt da die Burg Forchtenstein? Hier auf der Burg Forchtenstein hängt eben das einzige, das weltweit einzige Ganzkörperporträt von Fürst Dracula.1456 gelang es Vlad Draculea, der bis heute unter dem Namen Graf Dracula zur Berühmtheit wurde, den Thron zu erobern. In seiner sechsjährigen Herrschaft ließ er kaum etwas an grausigen Foltermethoden aus. Armut beseitigte er, indem er die Armen einfach verbrannte. Mit Vorliebe trank er das Blut seiner Opfer und wusch sich auch seine Hände darin. Was ist jetzt eigentlich so das Mystische an dieser Burg oder an dieser Person? Das Mystische an dieser Person ist eben die Geschichte rund um ihn, der Blutmythos, der was hinter ihm hängt, also das wie am Tisch saß und praktisch seine Hände im Blut wusch und ich lese die Übersetzungen von Michael Beheim, also die ganze Mystik rundherum. Interessant ist es für die Besucher unter anderem, einen Blick in das Burgverlies werfen zu können, um sich selbst ein Bild der grausigen Foltermethoden der damaligen Herrscher zu machen. Und er hat deshalb im Jahre 1408 den Drachenorden gegründet, eine Art Geheimbund zum Kampf gegen die Heiden. Und unter anderem hat er den Sohn eines walachischen Fürsten in diesen Geheimbund aufgenommen, einen gewissen Vlad. Das war der Vater von unserem Dracula. Und dieser Vlad hat nach der Aufnahme in den Drachenorden den Beinamen Vlad Dracul tragen dürfen. Denn Drache heißt auf Lateinisch Draco. Und das heißt, das Wort Dracul kommt vom lateinischen Drache. Im Jahr 1431 ist dann in Transsilvanien, in der Stadt Schäßburg, das ist Transsilvanien, also über der Walachei, sein zweiter Sohn geboren worden, den man ebenfalls auf den Namen Vlad getauft hat. Und der hat dann den Namen Vlad Draculea bekommen. Draculea heißt einfach kleiner Drache oder Sohn des Drachen. Und durch die Übersetzung in andere Sprachen ist dann Dracule, Dracle oder eben Dracula draus geworden. Was ist jetzt eigentlich an der Geschichte dran, dass er jetzt ein Vampir ist? Wie ist er dazu gekommen? Es ist nichts daran. Er war nur sehr grausam. Er hat auch im Blut seiner Opfer die Hände gewaschen. Aber er war ganz sicher kein Vampir. Ebenso sehenswert ist die barocke Schatzkammer, die mit unzähligen Kuriositäten gefüllt ist. Ein Besuch eines der bedeutendsten Wahrzeichen Burgenlands, gelegen auf den Ausläufern des Rosaliengebirges, lässt einem den Schauer über den Rücken jagen.